Schau mal, Mirka, ich bin einfach krass. Ah, guck mal. Ja, wie süß. Und jetzt können wir hier die Alphabet-Laws einsammeln. Und oh mein Gott, und guck mal. Und jetzt können wir anscheinend, wir können jetzt erstmal noch einen weiteren holen. Und was ist das jetzt hier? Das Ding. Und jetzt können wir die, glaube ich, schon merchen, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier das B. Okay, das ist schon mal ganz cool, ne? Und dann können wir das nochmal weiter merchen. Jetzt haben wir 2B. Und jetzt haben wir einfach schon das C. Alter. Okay, jetzt mal gucken. Und, oh, okay. Jetzt sehe ich gerade, was passiert. Guck mal, der Grüne, der schießt von hinten. Oha, was? Yeah. Okay, jetzt haben wir schon mal die erste Runde auf jeden Fall easy geschafft, Leute. Und wir haben auf jeden Fall gerade $300 nochmal bekommen, ne? Und jetzt können wir sogar hier auch spinnen. Und vielleicht kriegen wir sogar was richtig Gutes. 100 Münzen. Ist nicht schlecht, Mirka. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Nehmen wir mit und jetzt mal gucken. Jetzt lassen wir wieder ein paar mehr A's einsammeln. Können wir das 3 auf einmal einsammeln hier. Das wäre ganz cool. Hast du das? Oh. Ja. Und zack. Oh, guck mal. Jetzt sind wir schon 7 Stück. Hä? Das wird ja sowas von Easy-Kampf, ne? Guck mal, lass mal die ein bisschen formatieren jetzt hier. So, einmal C kommt in die Mitte. Und, Willst du es so probieren? Nee, komm, wir machen das so. Guck mal jetzt hier. B und dann die 3 A's dahinter, ne? So, warte, zack. So, guck mal. Alter, die werden ja so auseinandernehmen jetzt hier gerade. Na, guck mal, bam. Und jetzt geht's hier weiter mit den beiden Grünen. Das ist schon eine richtige Armee. Ey, wir haben eine richtige Armee jetzt direkt schon, ne? Das ist richtig cool, Leute. So, mal gucken, wie kriegen wir jetzt hier. Einmal, zack, mal 5. Wir haben jetzt 500 Münzen bekommen. Und mit den Münzen können wir gleich hier unsere Armee vervielfachen, ne? So, jetzt hier, guck mal, der dritte Schlüssel. Nein, ich habe einen übersehen. Ich habe einen übersehen, das war gerade nicht so gut, ne? Oh, und ich habe einen verloren. Oh nein. Okay, lass mal einen weiteren Schützen kaufen. Und jetzt mal kurz gucken, was passiert, wenn wir... Geh! Okay. Das ist jetzt cool. Ist jetzt ein Schütze? Das ist jetzt anscheinend unser Schütze. Willkommen. Ich verbinde jetzt immer ganz kurz alle. Oh mein Gott. Ganz viele Bs auf jeden Fall gerade. Und ich würde sagen, wir verbinden noch ein paar weitere Bs. C sogar. Dann noch ein C und noch ein C, ne? Guck mal, die sagen auch C, wenn du die zum C ich machst. Ich weiß. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt der hier. D. Oh mein Gott, wir sind ja schon D, ne? Das haben wir, guck mal, jetzt haben wir 2 Ds und ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Okay, jetzt geht's. Aber der ist auch von der Ferne. Fight! Guck mal, jetzt fighten die. Oh mein Gott, komm schon, auf die da hinten. Auf die da hinten, los. Jawohl, geholt, sehr gut. Guck mal, wir haben jetzt hier einfach gerade 3 Schüsse jetzt eingesammelt. Jetzt haben wir hier, oh mein Gott, welche Kiste wollen wir öffnen, Mirka? Ich sag in der Mitte, die goldene Mitte. Die goldene Mitte. 2800. Okay, welche sollen wir jetzt öffnen? Du hast anscheinend unten guten rechts. Touch. Unten rechts. 2800. Und Mitte links. Mitte links. Das ist der 3500 Jackpot. Oh nein. Oh, jetzt haben wir, ich glaube, wir müssen 3 davon uns was haben. Oder kann das angehen? Ja. Oh nein, wir haben was? Nein, wir haben alles was? Wir haben 7000. Hä, wo haben wir, jetzt haben wir extrem viel Geld gerade. Na, okay, komm. Wir laufen jetzt mal ganz was weiter. Und sammeln jetzt hier schon mal... Oh nein, wie sollen wir jetzt die alle einsammeln? Das schaffst du. Wow! Was? Ich hab alle... Nein. Oh nein. Ah, 2 verloren. Aber halb so wild, denn wir können jetzt was hier einfach... Wir uns jetzt? Richtig viele kaufen, ne? So. Wollen wir mal die beiden Gs verbinden zu einem J. Oha. Okay, dann sind wir mal 2 von denen. Und ich glaube, wir kaufen noch ein paar mehr A's. Aber ich glaube, danach kaufen wir mehr von diesen Gs und so, weil ich glaube, die Gs können wir gar nicht richtig einsammeln, ne? Das heißt hier A, so, okay. Dann die C. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall, glaube ich, richtig krasse Leute am Start vorne und die werden hinten schießen. So, mal gucken, ob wir gewinnen können. Okay, komm schon, schieß weiter. Jawohl, auf sie rauf alle. Und jetzt hinten, auf die rauf. Oh, jawohl. Jawohl, die Runde geht sowas von uns, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir das hier mal 5 einsammeln, ohne Probleme. Zack, haben wir schon $900 mehr Möckern. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Alphabet-Laws vor uns. Da siehst du das? Ein richtig großer... Hey, wir haben Fs. Ist das gut oder schlecht? Hä? Ich glaube, das ist gut. Nur alle mit. Mein Gott, nein. Bin ich verloren. Oh, no. Oh mein Gott, das heißt... Warte mal, wir müssen auf eine Seite nur gehen, ne? Oh nein, Alter, die klauen uns die ganze Zeit welche. Deswegen ging das nicht. Aber wir haben trotzdem 4. Wir haben trotzdem 4, ne? Dann lass mal die verbinden. Und dann C, D, E. Oh mein Gott, das sieht krass aus. Das sieht richtig krass aus. Aber ich glaube, wir haben irgendwie... Warte mal, ich will nochmal ganz das Ding hier machen. So, okay, jetzt mal gucken. Glaubst du, wir gewinnen das Ding jetzt hier? Die sind ganz schön viele, muss ich sagen, ne? Wir haben 3 Fernkämpfer hinten. Oh mein Gott. Aber guck mal. Ja! Yo. Easy, Alter! Let's unser Armee ist richtig strong, Leute! Was geht ab? Guck mal, jetzt standen wir das mal easy. Mal 5 nochmal hier.
Oh, das war knapp. Okay, und jetzt haben wir... Oh, jetzt müssen wir sogar plus 15 und sowas. Mal gucken. Plus 15? Kriegen wir da 15 iPad los? Oder was? Plus... Was? Ich kann gar nicht... Oh mein Gott. Nein, minus 3, minus 3. Aua, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Jawohl. Oh nein, 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 nein. Oh. Ey, wir sind voll, wir haben voll viele verloren gerade. Okay, die haben auch das E. Okay, wir müssen, glaube ich, verbinden jetzt hier nochmal. Alle, ja. Verbinden. B mit C, mit D, mit E. Und wir haben ein M. M? Was? Das kommt aber nicht in dem Alphabet so vor, also direkt danach. Der lustigen Schnurrbart. Ja, echt voll den coolen Schnurrbart, Alter. Mal gucken, ob er auch so cool kämpfen kann. Und dann ist Abo direkt so. Oh mein Gott, wo ist der? Alter, das M. Alter, das M. Yo. Das M geht voll ab, Leute. Guck mal hier, bam, Kopfnuss. Weil das M für Mirkan ist. Das M für Mirkan. Ich bin mal gespannt, wie das L aussieht, ne? Nein, ja, nur mal 3, ich Idiot. Oh. Oh Gott, halb so wild. Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Eifel los hier. Hast du gesehen, ganz schnell wie groß das Level ist? Ah. Ah. Und ein TNT, 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 TNT. Ah, was? Komm schon, hoch von euch. Ey, ich habe gerade voll wieder verloren, Alter. Wir hätten, glaube ich, durch ein TNT laufen müssen. So, okay. Wir haben 8 Stück jetzt, ne? Das bedeutet, wir können jetzt, glaube ich, richtig krass evolven. So. B. C, C, D. Alter, die haben 3 E's vorne, ne? Verdammt. Das wird schwer. Das wird jetzt richtig schwierig werden, ne? Oh nein. Oh, oh, oh. Das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. M. Jawohl, das M. Es ist gut. Das M, ja. M, Kopfnuss. Alter, das M ist so krass, ne? Das Mirkan M. Ja. Er sagt, ich weiß. Okay, kommen wir jetzt aber mal 5. Ja, 1.500 auf jeden Fall. Jetzt haben wir 4.200. Oh, was soll ich nehmen, Mirkan? Das war eben richtig gut, dass du es... Mach erstmal, obwohl, oben rechts. Oben rechts? Oh, 7.000. Oh. Jetzt du ein. Ich nehme unten links. Oh mein Gott, 8.000. Jackpot. Okay, mach und jetzt... Oben links. Oh nein. Oh. Okay, aber trotzdem extrem viele Münzen abbekommen. Jetzt haben wir 23.000 Münzen. Und können wir schon wieder spinnen? Nee, erst in 2 Minuten. Halb so wild, Leute. Deswegen dranbleiben und ein Like da lassen. Weil ihr wollt diesen Spinner nicht verpassen. So, jetzt hier. Einen übersehen leider. Halb so wild. Da vorne sehe ich krasse Sachen, die jetzt gerade da kommen. Stimmt. Bin mal gespannt, was jetzt hier erwarten wird. Komm schon, lauf, kleine Männer. Gib Gummi. Oh, jetzt haben wir den Schlüssel. Alter, jetzt kriegen wir, glaube ich, richtig viele, ne? Warte mal, Propeller. Alle einsammeln. Jawohl. Jetzt, nein, gegen die Fs. Gegen die Fs. Ah. Oh. Aber wir sind noch 8. Eben haben wir auch 8, ne? Das ist gut. 8 sind gut. 8 sind nicht schlecht. So, jetzt verbinden, verbinden. D, D, E. Okay, aber die haben noch, immer noch kein M, was halt gut ist. Und wir haben jetzt hier ordentlich Möglichkeit, Geld zu upgraden. Guck mal, jetzt können wir, warte mal. Wir brauchen ein A, ein B und ein O. Abo. Dann lassen die Leute ein Abo da. Stimmt. Ich hab ein K. Oha. Oha. Okay, warte mal. Jetzt hier nochmal ein paar. So, zack. Nochmal 2 A's. So, und jetzt guck mal. Guck, jetzt was können wir. Gegner haben. Was haben die Gegner denn? Auch ein K. Oh mein Gott. Aber ich glaube, jetzt gewinnen wir trotzdem. Mal gucken. Attacke! Wir haben jetzt dieselben Sachen wie die. Oh mein Gott. Aua, aua. Jawohl. Alter, guck mal, aber das K ist strong. Aber das, Alter, was? Es ist nur einer drauf. Sogar das A ist noch am Leben, ne? Die haben keine Chance gehabt. Die haben überhaupt keine Chance. Ja, 1.100. Aber das ist gar nicht so viel Geld, was wir da bekommen, ne? Eben war es viel krasser mit so der Bonusrunde. Oh nein, was geht denn jetzt ab? Haut ab, ihr blöden Elfs. Aua. Aua, noch 5 über. Aber hier ist plus 5. Alles gut, hier ist plus 5. Und ein Schlüssel. Auch gut, sammeln wir den Schlüssel. Ein Knopf? Nein, nein. Okay, nur 2 verloren. Okay. Sehr gut. Alle einmal ganz kurz verbinden. C. Okay. Ja, die haben. Hä, die nur ein E und ein M. Hä? Die sind da richtig das schlecht. Gewinnen wir doch. Ja, klar, wir haben noch viel mehr. Guck mal hier. Bam, bam, bam. Alter. Was geht hier ab? Oh, das ist eine richtige Beulerei. Boom. Alter, wir haben dir easy geholt, Bro. Was war da jetzt gerade los, ne? Das war ein easy Fight, Alter. So, 1.100. Wir kriegen jedes Mal mehr Münzen, je höheres Level wir kommen. Das Level, wir können auch gleich spinnen, Leute. Wir können gleich wieder spinnen. Ist, glaube ich, jetzt richtig crazy. Dann können wir hier so beide nehmen. Nein. Oh, alle, alle. Oh. Nein, ich habe voll viel verpasst. Oh, no. Ah! Oh nein, wir haben 5 verloren. Das machst du doch mit Absicht. Nein, hab ich nicht. Hier sind nochmal 5. Komm, dann sind wir 8. Wir sind jetzt wieder 8. Wir sind schon wieder 8, ne? Eben waren wir auch schon wieder 8, ne? Aber, ja,
Okay, sind das auch 8? Hey, das sind gar nicht 8, das sind 7. Wir haben 7 bekommen nur. Weil wir hatten zu wenig Platz hier drauf. Lass mal einmal kurz alle verbinden jetzt hier. So. Denn E. Oh mein Gott. Oh mein nein. Gott. Soll ich's machen? Oh mein Gott. Soll ich's machen? Oh mein Gott, ich weiß warte mal. Nicht. Wir hatten gerade ein gratis A. Warum auch immer. Okay. Komm schon. Ein N. Oh, oh. Was? Okay, jetzt sitzt, glaube ich, richtig krass. Ich glaube, das N ist richtig krass, Leute. Oh Gott, okay. Oh nein. Glaub, oh mein Gott. Komm schon, N. Jawohl. Es Alter, der. Alle verprügelt. Wir haben hinten ein L. Oh mein Gott, der hat das L auseinandergenommen. Hä, der hat einfach ein L hinten. Hast du gesehen? Das L war gesehen. Für Leon. Guck mal, ich will auch das L jetzt haben. Das L soll anscheinend richtig krass sein. Aber das L wurde verprügelt. Oh, was nehmen wir jetzt wichtig? Du entscheidest wieder. Was nehmen wir? Oben rechts. Oben rechts. Oh, 13.000 wichtig. Das ist stark. Was da noch? Oben in der Mitte? Oben in der Mitte. Was oben in der Mitte? Oben, das ist oben links? In der Mitte. Oben. Oben links? Rechts. Oben rechts? Oben hoch. Da! 13.000 ja. Wieder. Und das jetzt. Oh nein, warum hab ich das gemacht? Oh, ich hätte dich entscheiden lassen sollen. Mann. Ich hätte dich entscheiden lassen sollen. Okay. Oh, warte mal. Plus 15. Oh, bloß nicht minus 5. Bloß nicht minus 5. Nein, das kann nicht sein. Okay, sind wir 16? Dann sind wir auch besser kopiert. Wenn wir mit 16 ans Ziel kommen, ist es krank, ne? Ey, das wäre richtig krass, ne? Aber da sind schon wieder die Fs. Oh, Ey! Was? Ey! Was soll das? Alter, wir sind nur 3 über. Was war das denn jetzt? Oh, wir haben genug Geld. Stimmt, wir haben genug Geld. Warte mal, wir können jetzt die verbinden einmal ganz kurz. Oh mein Gott. Ein L! Ein L! Wie cool das aussieht. Okay, warte mal. Jetzt sind wir leider nicht mehr so crazy unterwegs, ne? Oh mein Gott, wir sind echt nicht mehr so crazy unterwegs. Ich glaube, ich hoffe, das L ist gut, Leute. So, komm schon. Jetzt hier, oh mein Gott, die haben auch ein N, oder? Krank. Oh mein Gott, guck mal. Hä? Der nimmt mir voll auseinander. Wir nehmen hier voll auseinander, Leute. Okay, wir machen wieder mal 5 jetzt hier, ne? Logischerweise. Zack. Wichtig und richtig. Und jetzt sind wir schon wieder beim Spin. Komm schon, bitte. Bitte einmal Glück. 1600. Was ist denn dieses Mal 5? Boost oder was ist das? Wahrscheinlich richtig krasse Sachen oder so, ne? So, komm schon. Wie viel das geht einsammeln? Wir müssen alle mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Ja. Einen haben wir verloren. Ja. Oh mein Gott. Was? So viele waren noch nie. Nein, die Spikes. Was machen wir? Mitte? Ja. Oh mein Gott. Was? Was? Wir haben gerade gefühlt alle verloren. Lass uns nicht drüber reden. Autsch. Ey, das war ja richtig belastend. Okay, jetzt komm. Fight. N. Oh mein Gott, das N gegen N. Das N gegen N. Das N gegen N. Nein, mein N ist gleich draufgegangen. Nein, das A. Oh mein Gott. Komm schon, L, hau ihn. Ja, Alter, wir hatten noch einen über, ne? Wir hatten nur noch. Das L für Leon hat uns gecarried. Das L für Leon hat uns gecarried, ne? Da bringt das M die auch nichts mehr. Obwohl, M haben wir ja nicht mehr. Stimmt, das M. Jetzt aber, komm schon. Das kann ja nicht angehen, jetzt, dass wir das hier nicht schaffen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow. Okay, wir sind noch 9. Alles gut. Das ist gut. Nein, da sind die Apps wieder, ne? Oder, oh mein Gott, dahinter! Wie viele sind das? Komm schon! Oh nein, ich hab einen verloren! Ich hab einen verloren! Nein. Jetzt aber, guck mal! Nein! Ey! Nur 2? Boah. Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein! Ich glaube, das verlieren wir jetzt, ne? Das angeht. Wir verlieren, ja. Nee, das verlieren wir nicht. Das verlieren wir nicht. Das verlieren wir nicht, hoffentlich. Oh, oh. Oh mein Gott, das N! Hä? Das N hat voll gecarried wieder bei uns, ne? Das N für na klar. Ich will mal richtig viele A's haben am Ende. Das kann nicht sein. Du entscheidest. Mitte. 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 Oben links. Unten rechts. Oh nein, also das war. Wir hatten schon mal bessere Runden, ne? Die war nicht so optimal, wollte ich gerade sagen. Die war echt richtig schlecht. Also die war schlecht, kann man schon sagen. Die war richtig schlecht. So, komm schon. Okay, wichtig. Wichtig. Au. Au, au, au. Okay, jetzt hier hoch, jetzt schön nach oben. Hey, ich wollte hier nach oben. Was war das denn? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Aua. Nein, bitte nicht. Oh no. Au. Ey, das kann nicht sein. C, D, E. Wir brauchen einen neuen Buchstaben vorne. Wir brauchen einen neuen Buchstaben vorne, ne? Sehe ich genauso. Oh. Das ist jetzt schlauer? Haben wir oben ein P? Wir haben ein P. Verdammt, wir hätten das andere machen müssen, glaube ich, ne? Guck mal, wir sind fast.
Oh nein. Oh mein Gott, Alter. Das ist jetzt, glaube ich, ganz Krise, ne? Ich glaube, das wird gar nicht gut ausgehen. Unsere Buchstaben hießen rückwärts gerade Ende. Und ich glaube, das ist ein Ende hier gelände. Obwohl, oh mein Gott. Alter, die haben die voll auseinandergenommen gerade, ne? Wir haben bis jetzt noch gar nicht verloren. Noch nicht ein einziges Mal. Alter. So, mal 5. Guck mal, hier, easy. Müssen wir Schlüssel einsammeln. Bin können wir erst gleich. Okay. Dann komm schon jetzt hier. Lauf, kleiner Mann. Gib Gummi. Plus 13. Und bloß ist nicht minus... nicht minus 5. Oh mein Gott. Ey, dann brauchst du minus 5, ne? Nein, Apps geht weg. Au. Bitte nicht minus 3, nicht minus 3, nicht minus 3. Ey, das kann nicht sein. Aber 7. Und wir haben schon den zweiten Schlüssel gerade. Ja, das ist aber gut. 7. So. C, C, D, E, M. Oh mein Gott, 3 M's und 2 P's. Was? Das wird schwierig. Das wird sehr schwer. Die haben 2 P's? Komm schon, schießt. Schießt. Schießt um euer Leben. No. Au, 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 au. Oh, no, no, no. Und das N, das N, das N. Nein, das bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh, oh. Oh, no. Oh, oh. Oh mein Gott. Nein, kleiner Racker. Oh, nein. Die Musik. Egal, das schaffen wir jetzt noch, Leute. Das schaffen wir jetzt noch. Kein Problem, Mökan. Diesmal machen wir... Wir hätten, glaube ich, eben hinten die anderen Teile kaufen müssen, ne? Oh, nein. Ja, das stimmt. Verdammt. Oh. Plus 7. Oh, aus dem Weg jetzt hier blöden Fs. Nein, jetzt wieder minus... Ja, wieder 7. Aber wir hätten hinten die Dinger kaufen müssen, ne? Das stimmt, schon. Ja. So, B, C, C. Jetzt haben wir 2 mehr. Ich glaube, wir brauchen einfach Masse jetzt gerade, ne? Wir kommen Masse. Nein, ein C wurde schon geholt. Au, 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 au. Au, 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 N. Komm schon, Brüderchen. Los, N. Nein. Oh ja. Nein, nein. Doch. Nein. Ja, hau noch. Ja. Wichtiger, ja. Oh mein Gott, das no. N. Wie das N auseinandergenommen. Guck mal, wie die tanzen. Wie alle tanzen. Alter, was geht ab? Okay, mal 5. Alles entspannt jetzt hier, ne? Ich glaube, jetzt haben wir gleich... Oh Gott, wir haben jetzt gleich den nächsten Schlüssel. Oh, das war knapp. Und auch hier, die Brücke rübergehen. Ey, diese blöden Fs, ne? Diese blöden Fs. Okay, nur 2. Oh. Hier sind direkt nochmal 2 neue. Und dahinter sind auch nochmal direkt ein paar neue. Also kommen jetzt nur 2. Ja, nein. Oh, 17. Nein, wir hätten nicht da raufgehen müssen. God. Ach, wie ist das, wenn wir da raufgehen? Wenn wir da raufgehen, ist das, ich Idiot. Jetzt merkt es auch gerade. Aber wir haben 11. Oh, Okay. Zack, zack. Die ganzen anderen sind weggekommen, ne? E und M. Eme. Oh das Gott. Das gewinnen wir easy. Mein Gott, wie viel Grad das Ding haben wir denn? Hä, wo kommen Ach die Grad? So, weil wir 11 hatten. Deswegen sind die Grad ist. Um die reinzusetzen. Ich verstehe. Digga, die haben ja voll auseinandergenommen. Die haben ja voll auseinandergenommen, Alter. Die hatten ja gar keine Chance. Ich glaube, jetzt haben wir gerade den Schlüssel eingesammelt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Hatten wir den eingesammelt? Ja! Okay, ich will jetzt aus. Oben links. Oh, ist denn okay? Mitte rechts. Okay. Und Mitte. Oh, ja. Warum hast du alle 3 gemacht? Ja, okay, du machst eigentlich alle 3, okay? Du machst eigentlich alle 3. Okay. So, jetzt muss ich schön alle einsammeln. Nein, jetzt 2. Oh, doch. Nicht! Das, doch. War die Brücke, das war die Brücke. Richtig. Ja. Au. Au. Wir sind nur 4. Hä? Oh nein. Noch 2. Aber egal, halb so wild. So, C. Jetzt müssen wir hier hinten wissen. Ei, ei. So, und zwar. Oh nein, wir haben nicht mehr, ne? Was? Ist aber gut. Ja. Also, das M nach hinten. Weiß auch nicht. Okay. Rein, Alter, die haben so viele, Bro. Aua. Was haben die da hinten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was ist denn das für ein Ding? Was ist das denn? Oh. Nein, hau. Gib ihn. Oh nein. Ah, nein. Oh, oh. Komm schon, nein. Oh nein. Nein. Alter, das hat alles One-Shot gemacht, oh. Das Teil. Was war das? Ja, das ist das O. Oh, okay. So, jetzt hier schon rüberspringen. Jetzt habe ich auch keinen verloren. Doch, jetzt 2 verloren. Jetzt sind wir aber ein bisschen mehr. Jetzt ist ein bisschen mehr. Wir haben noch 6, okay? Ja, oh, stark. Alles cool. 6 Stück noch hier. B, B, C. Und die stellen wir jetzt erstmal jetzt schön nach vorne. So, den tauschen. Warte mal, den tauschen wir nach da. So, und ich glaube, wenn wir jetzt hier so stehen, noch hier in die Mitte. Das Ding ist nochmal so. Okay, jetzt fighten. Komm schon, jetzt gewinnen wir das. Das gewinnen wir jetzt. Los. Au, 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 au. Ja, ja, ja. Guck mal, die haben viel zu viele. Ja, hau rauf.
Hau rauf! Let's go. Nein! Rauf da. Nein, es sind sogar noch zwei im Leben. Wir sind schlechter als vorher? Wir sind schlechter als eben. Wie kann das denn sein? Oh. So, 7 Stück über und jetzt erstmal ganz kurz alle merken jetzt hier, ne? B, B, B. Und wir können auch welche kaufen. Wir können auch welche kaufen noch, ne? Oh nein. Machen wir 2 M's oder machen wir 2 N's? Wir machen 2 N's. 2 N's, ne? Oh yeah. Okay. Attacke, Leute. Alter, ich glaube, 2 N's ist richtig crazy. Oder war das schlau? Ich glaube, ja. Ja, ja. Oh mein Gott, ja. Komm schon. Oh mein Gott. Ja, guck mal wieder den Haut. Bam. Das war schlau. Das war schlau, was wir jetzt gemacht haben. Und das Gute ist jetzt, jetzt haben wir auch noch, ich glaube, jetzt haben wir fast diese eine, haben wir jetzt, glaube ich, genug Schlüssel. Ich glaube, wir haben jetzt genug Schlüssel, ne? Weil wir können jetzt erstmal spinnen in 20 Sekunden. Das heißt, nach der Runde können wir spinnen. Das wird der ultimative Spin. Mehr haben wir danach nicht mehr, ne? So, plus 5. Dann einmal plus 5. Schlüssel. 2 von 3 Schlüssel schon. Nein, das machen wir nicht. Nein, nein. Oh, nur ein verloren. Oh, einer nur? Nur ein verloren. Für 15. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind 12 am Ende. So viel waren wir noch nie. Okay, einmal kurz alle verbinden. 4 Stück kaufen. Okay, jetzt haben wir extrem viele Bs. C, C. Eigentlich würde ich auch, ich würde es eigentlich sehen wollen, ne? Was denn? Die Ends. Ends. Ich glaube, das ist ganz, ganz krass. Das machen wir. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir nach der Runde. Okay, so. Okay, okay. Okay. Also die Ends werden, glaube ich, richtig krass sein, ne? So, guck mal, jetzt hier, komm. Also die Ems weggeballert wurden. Okay, wir brauchen die noch gar nicht weiterentwickeln. Ein N. Was meinst du? Wir brauchen die noch gar nicht weiterzuentwickeln, weil die noch viel zu gut sind. Ja, die sind echt noch voll gut, ne? Ey, die sind mega gut noch, Leute. Okay, komm schon jetzt hier. Mal 5. Bam. Aber ich glaube, das mal 5 bringt gar nichts. Das ist nur mit Dingens, nur mit Werbung. Wo sind wir denn jetzt? Wir spinnen jetzt erstmal ganz kurz. Spinnididinidi. Oh, 200 Münzen nur. Ist doch voll wenig, Alter. Und wir legen los jetzt hier. Jetzt haben wir direkt schon mal plus 15 und plus 5, ne? Oh mein Gott. Nein, minus 5, oh oder? Aua, aber plus 3? Hä? Hey, du plus 3 genommen. Oh nein, es ist auch minus 2. Wehe. Nein, wir laufen da so rein. Nein, oh Gott, das kann doch. Oh nein. Ey, was? Ey, das kannst du nicht erzählen. So, kommt B, C. D und E. Oh mein Gott, wie viele M's? M's. Oh mein Gott, nein. Einfach die Milkan-Armee. Bro, die Milkan-Armee, ne? Okay, komm. Haut sie. Haut die Ends. Haut die Ends. Haut die. Nein. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Nein, das L ist in der Mitte. Das L ist in die Mitte immer angegriffen. Die Mitte wird zuerst angegriffen, ne? Alter, da sind noch 2 M's oder so übrig gewesen, ne? Oh mein Gott. Okay, das schaffen wir jetzt. Nein, da kommen minus 2 und gleich ist wieder das eine Ding. Oh nein. Oh. Okay, 9. Wir haben noch 9. Alles gut. Das ist gut. Das ist in Ordnung. So, B, paar Bs, paar Cs. Jetzt mach es, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir SN entwickeln sollen, ne? Weiß noch nicht. So, komm. Also ist, ich weiß es nicht. Hier kommt der Schwächste nochmal in die Mitte, mal ganz kurz. So, zack, okay. Abfahrt. Auf sie mit Gebrüll. Oh mein Gott, die Cs wurden direkt geholt, glaube ich, ne? Oh mein Gott, die Ns. Ja, ja. Komm schon, holt ihn euch, oh mein bitte. Gott, bitte. Nein. Bitte. Nein. Komm schon, das L. Nein. Das eine Ende. Och, das kann nicht sein. So, hier verbinden einmal ganz kurz C. Und ich hole noch einen. Okay, der hat es, glaube ich, nicht so viel gebracht. Aber wir verbinden jetzt die Ns. Oh. Zu O. Oh mein Gott, ich hoffe, dass O gut ist, ne? Zu O. Ich glaube, O macht krasse One-Shots oder so, ne? Kann es angehen? Oh mein Gott, oh. Oh mein Gott. Oh, hol sie dir alle, oh. Oh mein Gott. Was? Das hätten wir eben schon machen sollen. Ich sag's ja, dir, wir hätten das eben schon machen sollen, ne? Alter. Ich glaube, jetzt können wir eine Kiste öffnen. Wir hatten, glaube ich, gerade eine Münze eingesammelt, Leute. Jetzt darfst du entscheiden, alle drei. Okay. Unten links, zack. Oh. Unten rechts. Oh. Unten bitte. Oh nein. Das war ja richtig schlecht. Ich will mal kurz gucken, was wir jetzt leider verbinden können. Aber das war ja richtig schlecht, was du da gemacht hast. Oh nein. Boah, wie viele. Komm schon. Jawohl. Jawohl, Brücke. Wichtig. So. Das sammeln wir jetzt diesmal nicht ein. So. Ha. Ja, so ein Ding also, ne? Ah! Oh, trotzdem welche verloren. Das kann nicht sein.
Okay, 7 haben wir noch. Alles gut. Verbinden wir. B, B, C, D, E. Mach jetzt nur Fernkampf. Und nur Fernkampf machen, ne? Ja. Ich konnte nur 4 mehr kaufen. Ich komme nur 4. K, oh mein Gott. L? L und? P. Das ist gerade mal das P. Ich dachte, was ist denn das da hinten, das Ding? Dachte ich auch. Weiß ich, das ist ein Q. Das ist ein Q, ne? Okay, mal gucken. Vielleicht ist das O krass genug. Komm schon, O. Mach sie alle fertig. Alter, komm schon. Zack. Bam. Das Bam. O ist zu krank. Alter, wow. Das O wow. Ist unglaublich. Und rollen wir das ganze Ding mal da rein, Mökern. Guck dir das mal an. Oh, und jetzt müssen wir natürlich diesen... Ja, das Ding ist, wir haben jetzt gerade unseren ersten Alu-Ball gemacht. Das Problem ist jetzt hier bei dem, der ist noch gar nicht... Oh, das ist aber angenehm, ne? Der ist noch gar nicht rund. Das heißt, wir müssen ihn erstmal grob hauen. So, noch hier die Ecke. Und ich glaube, überall... Ja, okay, weiter geht's hier zum nächsten Step. Dann, jetzt müssen wir ihn ein bisschen polieren. Guck mal, wie der sich spiegelt. Was? Yo. Siehst du richtig den Himmel sogar in der Spiegelung? Das heißt hier, schön einmal einmal alles polieren hier, bis zum geht nicht mehr. Also den kompletten Ball. Nee, hier muss der komplett sein. Ne? Der steht schon weit, aber hier sind noch ein paar Ecken. Und ich glaube, jetzt ist der, ja, komplett poliert. Oha. Guck ihn dir mal an, Alter. Jetzt können wir sogar einfach den lackieren. Wollen wir blau oder orange nehmen? Lass uns orange nehmen, oder? Ja, komm, wir machen orange. Okay. Alter, das sieht ja übertrieben satisfying aus, ne? Was? So, und jetzt ist er hier überall orange. Okay, Alter. Okay, weiter geht es hier. Das war jetzt gerade sehr, sehr wild. Jetzt können wir noch die Farbe abziehen. Was wollen wir das oder das nehmen? Das erste oder das zweite? Das rechte, das linke ist ja gar nichts, oder? Ja, ist richtig. Ich mach mal gucken. Oh, okay. Okay. Das sieht auf jeden Fall... Das, oh mein Gott, und jetzt Bohlen. Was? Oh mein Gott, was? Einfach ein Bowlingball. Okay, und jetzt haben wir sobald unser nächstes Werkzeug frei. Okay, das ist auf jeden Fall echt cool. Hier haben wir sogar ein bisschen Geld, was wir jetzt bekommen haben. Und wir haben unsere erste Sammlung gemacht. Das heißt, wir können jetzt... Oh mein Gott, speziell... das kostet natürlich Geld. Holen wir uns vielleicht später. Jetzt müssen wir nämlich das nächste machen. Und zwar, jetzt haben wir eben Ball. Jetzt machen wir aber ein krasses Messer. Oh Gott, das war zu viel. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Verdammt. Okay, kein Problem. Dann wird es halt ein großes Messer, weißt du? Das wird einfach groß sein dann. So, hier ein bisschen hämmern. Okay. Und jetzt können wir mit diesem Messer hoffentlich gleich was extrem Cooles machen. Guck mal, wir müssen jetzt auch direkt polieren, aber ne? Unten ist doch ein Griff, oder nicht? Unten ist der Griff. Nee. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch Holz oder so rüber tun, ne? Bei dem Griff. Oh. So, guck mal hier. Machen wir es wirklich mal perfekt. Marke los, ne? So, weiter geht's jetzt hier. Und jetzt haben wir, machen wir mal blau diesmal. Das heißt, erstmal ganz kurz das ganze Ding. Oh, ich hab's gar nicht angesprüht. Oh Gott, wir hätten es ansprühen müssen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Okay, warte, wir ziehen kurz die Farbe ab, die nicht vorhanden war. Verdammt! Oh Gott! Ui! Alter! Das an, mit dem Messer einfach. Hätten wir auch einen Dartpfeil machen können, ne? Und wir haben jetzt hier ein neues Werkzeug, was wir vielleicht später nutzen können. Und da ist es die Trophäe. Das Messer hätten wir ein bisschen besser machen können, muss ich sagen. Mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen bessere Chance haben. So hier. Ist das so. Ein Hundeknochen? Das ist, glaube ich, echt ein Hundeknochen, ne? Oder? Oder eine Hantel. Eine Hantel könnte es auch sein. Deswegen, wir klopfen das ganze Ding mal ganz kurz hier schön zusammen. Einmal hier unten ranklopfen. Hier auf jeden Fall auch noch. Und weiter geht's jetzt hier. Und erstmal das ganze Ding nochmal hier kurz polieren. Mal gucken, ob wir gleich noch eine neue Farbe und sowas frei haben. So, erstmal oben. Jawohl. Und also dann rund sieht echt gut aus, ne? Hier unten. Rund sieht, das sieht echt richtig gut aus, ne? Sieht so angenehm aus. So, hier schön zack. Und weiter geht's. Uiuiui. Und jetzt machen wir mal blau. Und diesmal sprühen wir es halt wirklich an. Und ich glaube, wir können es dann theoretisch, wie heißt das? Das auf jeden Fall erstmal blau lassen. So, weiter. Also wir ziehen jetzt auf jeden Fall gar nichts, wir ziehen das Ganze jetzt ab. Komm, wir ziehen die ganze Farbe nicht ab. Okay, oder so geht's dann auch. Und jetzt müssen wir die Vase? Oh! Omas Vase einfach abgeworfen, ich glaub's ja nicht. Was haben wir gemacht, Alter? Ui, guck dir das an, Alter. Jetzt müssen wir mal die Folie wieder reinmachen und diesmal... Ah, ist nicht perfekt, ist nur gut, ne?
Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein... Was wird es denn diesmal? Ein Messer, was aber ein bisschen anders ist. Ne? Weil, guck mal, auch der Griff ist auch viel kleiner. Das heißt, ist eine Machete. Na, Machete, als ob. Warte, lass mal kurz polieren. Mal gucken, ob es so geht. So, kurz hier Machete. Alles jo, einmal cool. Ey, das sieht schon cool aus, ne? Okay, und jetzt haben wir... Ah, wir haben noch nicht die Möglichkeit, eine neue Farbe zu kaufen. Es fehlt noch $600. Dann können wir dann nach Rot kaufen. Deswegen machen wir erstmal wieder Orange hier. Schön Orange hier ranmachen. So. Und jetzt mal gucken, ob wir... Ja, ein bisschen lassen. Komm, wir ziehen das halb ab. Komm. Sieht cool aus dann irgendwie. Hat irgendwas. Ey, das sieht echt cool aus, ja. Hat irgendwas, ne? Und jetzt müssen wir damit... Was? Hä? Wollen wir schneiden? Wir schneiden also Seile durch. Oh mein Gott, das... Oh, warte mal. Ja. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow, und dann einfach die Ente freigeschnitten. Was geht jetzt ab, Alter? Hä? Das war ja übertrieben verrückt. Okay, nicht schlecht. Jetzt haben wir schon mal fast alle Trophäen hier schon... Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Es ist links. Oh, 3000 aber. 3000 ist nicht schlecht. Das heißt, wir können jetzt theoretisch mal probieren hier. Okay, perfekt. Sehr gut. Das wäre jetzt hier gleich, wir können jetzt nämlich neue Farben einholen, ne? Mit den 3000. Oha, ist das eine Raspel? Ist das ein Löffel oder nicht? Raspel. Ja, dieses, wo man Musik macht. La Chocolata, La Chocolata. Meinst du dieses so? Dieses ja, Musik? genau. Okay, ne, ist glaube ich ein Löffel oder nicht? Ganz normaler Löffel. Glaube ja. So, kurz ein bisschen polieren. Man muss auch nicht, glaube ich, alles polieren, denn man könnte, glaube ich, auch einfach nur so das obere polieren. Und jetzt können wir Rot kaufen. Wir haben einen schönen roten Löffel hier, ne? Und jetzt, zack, guck, wie gut der aussieht, Alter. Boah. Das sieht echt richtig wild aus. Okay, weiter geht's jetzt hier. Und die Farbe lassen wir auf jeden Fall einfach am Start. Nein. Oh, wir hätten noch ein neues Muster kaufen können, ne? Oh, du hast recht. Okay, machen wir gleich beim nächsten Mal. Und jetzt müssen wir den, glaube ich, genau ins Eis reinwerfen. Und ich glaube, jetzt hängt er am Eis, oder nicht? Jetzt haben wir, glaube ich, dieses Eis-Porträt. Oder wie heißt das? Nicht Porträt, wie heißt das? Eistrophäe, Eistrophäe, genau. Ui, das sieht mir für nicht schlecht aus. Mal gucken, was haben wir jetzt hier als nächstes? Jetzt haben wir... Was ist denn das? Was ist denn das? Das war ja fast perfekt. Fast komplett perfekt. Okay, mal gucken, jetzt hier kurz. Ist das eine Ananas? Als ob. Was ist denn eine Ananas, ne? Nee, das ist eine Beere? Eine Beere? Glaubst du echt eine... Irgend so eine Himbeere oder sowas. Jetzt schön einmal. Ja, jetzt ist jetzt alles, jetzt alles weg. Weißt du, dass wir mal gucken können, ob wir verschiedene Farben auch zum Anmalen. Polieren. Ob wir verschiedene Farben zum Anmalen nehmen können. Ja, das würde Sinn. Ja, das wäre cool. Tatsache. Das ist richtig cool. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Das probieren wir gleich mal direkt aus. Ich mache es mal nur oben die Ananas jetzt, glaube ich. Unten das Ding. Oder? Aber guck mal, wir haben den Stern noch nicht voll. Nee, wir haben den Stern echt noch nicht voll. Das müssen wir echt alles polieren. So, guck mal hier, schön einmal rum. Unten kann man auch noch polieren. Sehe ich, glaube ich, gerade, oder? Täuscht mich das? Ich glaube, es täuscht. Aber hier noch ein bisschen was an der Ananas. Den Stern haben wir... Jetzt haben wir den Stern. Okay, jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt, glaube ich, auch alles weg. Und jetzt werden wir mal hier schön mehrere Farben nehmen. Oh mein Gott, das ist einfach eine absolut coole, bunte Ananas, Alter. Die sieht ja richtig verrückt aus. So, warte, hier kurz warten. Hier ist noch nichts. Okay, das ist unsere coole Ananas. Die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Können wir die Farbe abziehen? Mit einem neuen Muster, hast du gesagt, ne? Mit dem Schachmuster. Machen wir das Schachmuster. Und jetzt hier schön... Oh mein Alter. Gott! Okay. Kunst. Absolute Premium... sag es nicht. Oh, den kompletten Fernseher kaputt gemacht. Was? Okay, jetzt wurde auf jeden Fall der komplette Fernseher gemacht. Mit dem kaputten Fernseher ist da. Ey, die Ananas sieht richtig cool aus, ne? Die sieht schon richtig cool aus. Es fehlen nur noch drei Dinge. Es fehlen nur noch drei Sachen. Und na, perfekt. Das ist schon mal gut hier. Hämmern wir kurz mal ran hier die Spachtel. So, hier schön einmal alles anklopfen. Hä, das ist eine Gabel. Das ist doch keine Gabel, Bro. Na klar. Niemals. So, guck mal hier, schön einmal alles ranmachen. So, und hier. Ja, optimal. Und dann weiter geht's jetzt hier. Alter,
Jetzt haben wir Orange. Einmal bitte. Yes. Mach nur den Griff Orange und oben lassen wir Ja, gut. Ja, hätte Sinn gemacht. Machen wir mal nur. Ah. So. Nee. Ja. Oder? Und oben machen wir. Ist das oben grün? Das oben ist grün geworden, ne? Ich mache mal ganz kurz alles schon. Orange. Und dann machen wir unten rot und ganz unten blau. So? So ein Übergang? Kann man eigentlich machen, ne? Sieht richtig cool aus. Mit so einem krassen Übergang. Und dann kommt nochmal das Schachmuster. So. Ja, war ohne Schachmuster cooler. Verdammt. Ja, stimmt. Und damit müssen wir erstmal ein bisschen was zuspachteln jetzt hier. Also hier, kurz mal hier. Die ganzen Löcher zuspachteln. So und hier. Ja. Hey, warte. Okay. Das war auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. Mal gucken, was wir jetzt noch für weitere Werkzeuge haben. Es fehlen nämlich nur noch zwei Stück. Und hier ist direkt. Oh, ist das eine Keule? Einfach eine Keule, ja. Einfach so ein Chicken Wing oder was? So eine Hähnchenkeule. Stimmt, könnte echt sein. Oder was soll das vielleicht sein? Oh. Doch, eigentlich schon, oder nicht? So. Das kann eine normale Keule sein, wie aus den Urzeitmenschen. Kurz polieren hier, so, alles mal kurz. Jawohl, Ski. Einmal schön, zack, zack, zack. Alter, es sieht schon sehr, sehr clean aus. Und jetzt einmal. Jawohl. Okay, pass auf, jetzt kommt noch das Rote dazu. Bisschen blau. Oh, direkt alles blau geworden. Verdammt. Und dann noch ein bisschen orange. Ja, komm, so. Sieht doch eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt noch die Striche machen. Ja, hätte ich auch. Aber nur die Hälfte. Nur die eine Seite. Aber man kann da sehr kreativ sein. Und jetzt wird das ganze Ding auf den Grill geworfen. Na! Oh Gott, fast den Grill nicht getroffen, ne? Ich glaube, eigentlich sollte es oben rauf. Ich glaube, es sollte auch oben rauf. Jetzt haben wir den aber ein bisschen kaputt gemacht. Ja, da sollte es eigentlich sein, ne? Verdammt. Einfach im Rasen gelandet. Okay, oh. Diesmal ist es deine Chance. Sag ich dir so, wie es ist. Mitte! Oh, Mann. Aber egal. Jetzt haben wir nämlich hier ein neues, gutes Werkzeug. Was wir jetzt hier schön einmal ordentlich polieren. Was glaubst du? Ein Pin. Bowling-Pin. Oder nicht? Nein. Nein? Das wird ein Gewürz. Das wird ein Du meinst so eine Pfeffermühle. So eine Pfeffermühle. Ja. Könnte sein. Ja, das könnte doch sein. Nee, ey, was wird das? Also, okay, das interessiert mich. Okay, weiter. Jetzt haben wir blau. Wir haben eine neue Farbe oben unten rechts. Haben wir? Ja, unten rechts. Lila. Okay, du hast recht. Oh mein Gott. Dieser Übergang. Okay. Hier auch noch ein bisschen. So, da sieht schon. Ein bisschen orange, oder? Ganz oben. Ganz bisschen nur. So und. Okay, das sollte glaube ich schon rein. Guck mal, wie krass das aussieht. Okay, das lassen wir jetzt auch so. Gut aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir. Ah, das ist echt Pfeffer, oder? Was? Okay. Bessere Dinge stehen nahe bevor. Okay. Das will ich doch mal sagen. Ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, Mirkan. Bessere Dinge stehen nahe bevor. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir alle unsere Sachen gesammelt. Hier ist jetzt noch unsere komplette Vitrine zu sehen, Freunde. Und schau dir mal an, Mirkan. Der ist einfach orange, der Stift. Oha. Wie sieht der aus? Und pass auf. Hier. Können wir jetzt hier so richtig so. Warte mal. Wir müssen ja den Stift ja oben, glaube ich, machen. Das heißt, hier müssen wir erstmal die Mine. Und dann, nachdem man die Mine gemacht hat, die dann auch noch ganz spitz machen hier. Das heißt so. Und zack. Guckt jetzt an. Ey, der sieht gut aus, oder nicht? Der sieht richtig gut aus. Also ein bisschen. Uns fehlt ein Stern. Hä? Okay. Jetzt müssen wir kurz mal schauen. Und zwar haben wir jetzt hier noch weitere Schiffe, weitere Möglichkeiten. Und auch noch verschiedene Aufsätze. Und den müssen wir uns freischalten für $100. Das kriegen wir hin, Leute. Kein Problem. So, Vulkan, jetzt geht's hier richtig ab. Und zwar. Gerade. Und warte. Und jetzt müssen wir. Jetzt wechseln wir das Werkzeug quasi. Okay. Das heißt so. Jetzt haben wir das Werkzeug. So und. Und jetzt? Was? Also einen eckigen Stift einfach. Hey, wie cool. Das heißt, die Stifte sind also verschieden. Also man soll einfach nicht den normalen Stift machen, sondern wir sollen so richtig, richtig coole verschiedene Stifte machen. Jetzt versteht es auf jeden Fall. Und hier, den schalten wir ganz frei für $100, weil ich glaube, der
hat ja andere Linien wie der rechte zum Beispiel oder wie der linke, ne? Das heißt, ja. Wir werden mal sehen, jetzt mal hier jetzt schön zack. Und hier jetzt schön Ecke reinmachen. Okay. Und dann haben wir hier auch noch diesmal eine Ecke. Oh, oh Gott. Hä? Das ist so ein richtig... Alter, das ist ja übertrieben spitz. Guck mal, das ist die perfekte Pyramide. Einfach so heißt der Stift, okay. Sehr, sehr interessant. Mal gucken, wie es jetzt beim nächsten hier aussieht. Und da wissen wir auf jeden Fall nicht... Oh, warte mal. Hier, den. Der ist jetzt nämlich, ja. Mal gucken, was wir für Stifte bei dem... Oh, ich glaube, der wird richtig cool, ne? Ich glaube auch, der wird richtig cool. Ich frage mich, wenn ich jetzt... Guck mal, ich kann jetzt hier... Deswegen haben wir gerade auch Minuspunkte bekommen. Ja, ja, weil ich was Eigenes gemacht habe. Das heißt, lass mal eigene so Stifte machen. Guck mal hier. Warte. Noch einmal. Wie es mal wie er aussieht. So. Zack. Guck mal. Hey, das ist ja schon Kunst. Das ist schon... Oh Gott, jetzt hier auch noch. Das ist absolute Kunst. Wie es mal an, Alter. Was ist das? Was denn das für ein Stift? Ey, nur einen Stern. Egal, Bronze. Bronze ist doch nicht schlecht für so ein Meisterwerk, oder nicht? Das stimmt. Okay, warte, machen wir den nächsten Mal viel, viel cooler. Und zwar, der kostet auch wieder $100. Und da machen wir jetzt einen absoluten... Was können wir da machen? Einen absoluten merkwürdigen Stift. Das heißt, erstmal so. Dann kommt hier das Ding rein. So. Jetzt kommen wir schon zu dem eckigen Teil. Hat das Augen? Das hat Augen. Die machen wir mal ganz kurz weg. Okay. Das ist ein Smiley. Okay, warte mal. Ich mach hier. Hier kurz ein bisschen rein. Und so. Und jetzt mal hier das Ding. Okay. Und dann. Guck mal, das Smiley. So. Und ey. Was? Ey, das sieht doch voll cool aus, oder nicht? Hey, richtig cool. Er sagt fehlgeschlagen. Nein, der ist doch optimal. Oh Gott, das heißt, wir müssen jetzt den anderen Stift nochmal nehmen, ne? Ey, das war doch voll gut. Komm, machen wir den mal ganz normal. Hier kurz rein. Wie das Smiley sein sollte anscheinend, ne? Das gehen wir einfach hin. Ach, guck mal. Der soll so aussehen dann, okay? Ja, sieht nicht schlecht aus. Hier kriegen wir auch direkt die $200. Der perfekte Stift. Und jetzt geht's schon weiter mit den nächsten Stiften. Weil hier haben wir jetzt... Oh, eine Mystery Box. Aufmachen. Und wir können sie uns nicht leisten und nicht holen, weil wir keine Werbung haben. Schade, das wäre auf jeden Fall cool. Wir haben eine neue Stiftkollektion. Das bedeutet, dass wir jetzt, glaube ich, die Stifte auch anders machen können, ne? Ich guck mal. Ja, guck mal, wir haben neue Werkzeuge. Okay, warte mal, was ist das? Machst du den Stift so kaputt? So, und jetzt kommt hier das oben rein. Okay, dann kommt hier. Und... Ah, das soll wie eine Schachfigur gefühlt sein, ne? Das ist eine Bowlingkugel. Ah, Bowlingkugel. Okay, das heißt, hier kommt es. Doch, so doch. Ein Pin. Ja, ein Pin. Ja, wie sagen beide Bowlingkugel? Bowlingpin. Okay, das ist echt ein Bowlingpin. Mal gucken, wie die anderen jetzt sind, weil er braucht. Oh, Sport. Okay, was glaubst du? Kategorie ist Sport. Ja, Kategorie Sport. Was glaubst du, haben wir jetzt gleich für einen Stift hier am Start? Für welchen Sport? Sag ich, im Basketball? Basketball wäre auf jeden Fall, wird Sinn machen, ne, bei der Farbe hier. So, zack. Ob das ein Basketball ist, ich bin mir nicht sicher, Mirkan. Oh, Baseball. Oh, guck dir das mal an. Einfach ein Baseballschläger, oder nicht? So, zack. Ja, und hier nochmal schön die Ecke mitnehmen, ne? Ja, guck mal. Hey, der cool. Baseball. Haben wir 3 Sterne? Ja, guck dir das mal an. Okay, jetzt haben wir schon mal Bowling und Baseball. Was könnte es jetzt sein? Glaubst du Tennis oder so? Oh, mit der Farbe? Mit der Farbe, mit Blau? Oh, schwierig. Ich glaube, es wird Tennis. Ich sag Tennis. Ich glaube, es wird ein Surfboard. Oh, es ist blau auf jeden Fall. Es ist schon mal blau. Okay, hier jetzt nur ein bisschen. Okay. Was könnte das jetzt sein? Eine Hantel! Nein, oder? 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 Ich weiß es nicht. Doch, doch, doch. Oder? Wie cool ist das denn? Doch, eine Hantel. Oder? Doch, das ist eine Hantel. Oder? Ja, ja. Okay. Also, glaube ich, irgendwie so Gym oder sowas, ne? Dumbbells. Ja, ist eine Hantel. Okay. Das war nicht schlecht. Hast du früh gesehen? Hast du echt sehr früh gesehen? Muss ich dir lassen auf jeden Fall, ne? Was muss ich dir auf jeden Fall lassen? Mal gucken, was der so mit sich bringt, der Stift hier. Ich schätze mal Basketball, sage ich jetzt. Von der Farbe könnte es echt ein Basketball sein. Nein, kann es nicht.
Das ist jetzt schon wieder vorbei. Ist der, oder? Boah, Football. Oh, was? Ey, Mann. Aber es sieht echt gut aus, muss ich sagen, ne? Echt richtig perfekt aus, wie wir es hinbekommen haben. Okay, jetzt wir haben schon mal alle im Grunde falsch geraten. Wir haben jetzt Bowling, Baseball. Hey, ich habe die Hand richtig geraten. Ja, aber erst, nachdem du es gesehen hast. Ja, okay, das stimmt. Okay, was könnte gelb sein? Das wird ein Tennisball. Oh, okay. Okay, oh, du sagst Tennisball? Nicht. Ich sag Tischtennisball. Oder Golf. Mal gucken. Oh mein Gott, das wird ein Pokal, oder? Oder eine Süßigkeit. Oder was wird das? Ist das echt ein Pokal? Ja, ne? Oder? Ja. Nee. Es wird. Ja, Pokal. Ja. Ah, toll. Boah, krass, dass du es so früh gesehen hast. Ja, weil man. Das ist irgendwie so Gold war dann. Guck mal, jetzt hier zack, so. Boah. Und schon haben wir hier den Pokal, weil wir die ganzen Sportarten geschnitzt haben, ja? Wir haben die einfach alle hingeschnitzt bis zum geht nicht mehr. Und wir haben eine Mystery Box, die wir leider nicht holen können. Aber wir haben jetzt eine neue Kategorie und zwar Halloween. Und ich bin mal gespannt, ob du jetzt das erste richtig erraten kannst, was das sein soll. Ich sag ein Kürbis. Ich sag auch Kürbis. Oder? Hä? Was ist denn das? Mal hier vorsichtig. Doch. Soll ein Kürbis sein. Guck mal hier. Oder? Ein Kürbisstift einfach nur. Oder eine Karotte? Hä? Oh, das ist Kürbis. Ja, doch. Ein böser Kürbis. Hier vorsichtig rein. Hey, wie gut. So. Oh, ja. Alter. Okay. Jetzt glaube ich, mal gucken, was als nächstes kommt. Jetzt kriegen wir locker die Farbe Weiß oder so, ne? Locker Farbe Weiß, komm. Ich glaube, wir kriegen Farbe Weiß. Da drin ist ja eh immer eine andere Farbe, das wissen wir ja gar nicht. Ich sag, es ist eine Hexe. Ich sag, es ist ein Geist. Ja, eigentlich ist drin immer die Farbe, die der Stift hat meistens. Weil jetzt ist wieder lila, guck. Was kann das sein? Oh Gott, nein, das hab ich gemacht. Du hast zu viel weggemacht. Ich hab zu viel weggemacht. Was könnte das jetzt sein? Hä? So ein... Hä? Ist das ein Geist oder sowas? Vielleicht, weil ich den Kopf so komme. Hä, was soll das sein? Hier noch das bisschen wegmachen, oder was? Oh. Und hier auch noch? Hä? Okay. Alles klar. Ja, was ist denn das? Reden wir... Na, ein Geist. Ich hab recht. Ey, was? Das kann doch nicht sein. Das sind kleine Arme. Ja, ich hab die, glaube ich, kaputt gemacht, ne? Ich hab die Mütze, glaube ich, falsch gemacht. Okay, was könnte das jetzt sein? Gelb oder orange? Das könnte... Ich sag ein Skelett. Oh, Skelett ist echt gut, Alter. Skelett ist richtig gut. Ich glaube, es ist ein Skelett. Oh. Ja, doch, könnte schon vielleicht. Vielleicht kommt das Gesicht raus, ne? Oh mein Gott, das kann, glaube ich, echt. Nee, ist es nee, ein Skelett? Was ist das? Oder? Was ist das? Oh Gott. Bro. Oh! Was hast du gemacht? Nein! Das hat richtig geklatscht. Das ist abgefallen. Okay, warte mal, wir machen das kurz hier. So. Hier kurz rein, ohne Probleme. Ey, das war ja. Das ist einfach mir abgegangen oder so. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Nee, du bist einfach weiter rein. Ja, ich musste das hier so. Guck, so. Jetzt. Oh Gott, das ist so knapp. Ist das echt ein Skelett? Oh, ist das ein Skelett? Oh, ein Totenkopf. Als ob. Aber ist als Skelett vielleicht? Nee, Skull ist Totenkopf. Oh Mann, aber eigentlich zählt das doch auch. Skelett wäre eigentlich interessant gewesen, weil ich glaube, jetzt kriegen wir. Das könnte ein Skelett sein. Oder eine Hexe. Ich glaube, es wird eine Hexe. So, machen wir hier das Ding rein, ne? Ohne Probleme. Oder? Da wird das ein Karussell? Karussell? Nein, ich glaube nicht. Nee. Oh, was ist denn? Was ist denn das, das cool Bro? Aus. Hä? War jetzt schon was? Die Hälfte weg? Vorsichtig. Oh mein Gott! Oh, eine Spinne! Ja, das hätte man ja gar nicht wissen können. Einfach nein. Spinnenweben, sagen die. Unglaublich. Okay, das ist natürlich... So, jetzt haben wir hier, warte, das nächste Ding. Was könnte das hier sein? Ein Sarg. Oh mein Gott, Sarg ist echt richtig gut, könnte Alter. Könnte stark sein, ne? Sarg ist echt... Nee, nicht richtig. Oder? Man kann es immer noch abschnitzen, weißt du? Nee, es ist, glaube ich, es ist kein Sarg.
Was ist denn das jetzt? Hä? Ein Schloss? Nein. Hey, was ist denn das? Ein Kokon. Nee. Oh. Hä? Oh, ja, wieder was, was man nicht wissen kann. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, eine Fledermaus. Guck, pass auf. Batman. Ehrlich, Batman? Oder? Das ist Batman. Ja, ja, oder hä? Nicht? Was? Ist das Batman? Ja, das ist Batman. Das ist das Batman-Logo. Als ob. Okay, krass. Damit haben wir jetzt, glaube ich, auch die Stifte geholt, ne? Ja, wir haben dir auch die Stifte geholt. Und dafür müssen wir auf jeden Fall hier... Oh, Mirkan, guck dir das mal an. Alter. Mit dem Stift nach unten graben. Oh, das Problem ist aber, dass der, glaube ich, ein bisschen kaputt geht, oder? Oh, ah. Oh mein Gott. Oh. Vorsicht. Oh nein. Ah, okay, das heißt, wenn wir den zu schnell drehen, dann verpulvert der quasi, ne? So, dann lass mal hier von dem Stift einmal das hier holen. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier diese ganzen... Guck mal, die Steine haben wir jetzt schon mal 125. Dann brauchen wir noch 150 von den anderen und 150 von denen. So, also hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles ganz entspannt. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, sind wir etwas langsamer. Wenn ich aber zum Beispiel so drehe ab und zu... Dann kann ich den einsammeln? Oh. Hä? Oh. Hey. Nein! Kannst, kann du, ich den nicht... kannst du den lenken? Ich glaube nicht, dass ich den lenken kann. Nein, nein, nein. Okay, warte mal. Guck mal, jetzt klicke ich, klick, 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 klick. Und... Der Diamant! Ich glaube, wenn du oben drin bist, ist gut. Wenn ich oben drin bin bei Stamina? Ich glaube, ja. Okay, warte. So Feuerstift, guck. Oh, du hast recht. Ich bin Feuerstift, Alter. Was geht ab? Guck, wir haben sogar schon eine Stadt. Wie, ich kann es hier nicht... Oh. Oh mein Gott. Hä? Wir können jetzt was bauen. Oh, wir sammeln quasi Material ein. Oh, okay, jetzt verstehe ich's. Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal... Alter. So, lass mich wieder zurückfahren. Hier wieder in die Mine rein. Und na, jetzt ist er wieder ganz oben. Aber egal, warte, wir können ja nach unten pesen. Yo. Oh, oh Gott, fast kaputt gegangen. So, jetzt werden wir ganz kurz hier... Oh, oh nein, ich habe es zu doll gemacht. Okay, kein Problem. Wir können nämlich hier erstmal unser Einkommen ein bisschen erhöhen. Und dann nochmal ganz kurz hier die Stiftgröße. Jetzt haben wir nämlich, Alter, einen heftigeren Stift. So, pass auf, jetzt erstmal wieder kurz noch... Ah, jetzt ist der breiter. Ach, so bekommen wir auch denn die Sachen. Ja, plus 39. Ah, und jetzt noch den Diamanten hier, oder was? Ne, der muss ein bisschen noch breiter werden. Schade. Okay, komm. Muss ich hier nach unten gehen? Guck mal, da muss man richtig breit sein dafür, ne? Hier auch ist unser Highscore. So, pass auf, ich bin jetzt hier schön am Brennen gerade. Aber nichts zu doll. Aber wie cool der Stift aussieht. Alter, das ist echt richtig krass. Wir haben ja auch gerade extrem viel Geld jetzt schon, ne? Guck mal, ein bisschen Stamina erhöhen. Oh. Ich kann es auch währenddessen machen, ne? Oh. Neue Ebene. Hier auch nochmal. Alter, komm schon jetzt hier, das, Alter. Diamant. Nochmal Diamant, 20 Dollar. Nochmal hier eingesammelt. Ich lass mal unser Einkommen erhöhen. Und nochmal die Stamina her. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem Maximum-Level. Und ich glaube, jetzt haben wir hier gerade genug Materialien, um jetzt hier hochzugehen. Und ich glaube schon mal das... Oh, warte mal, wir können das linke jetzt hier bauen, oder? Haben wir als genug? Ob. Eigentlich schon. Oh, ey, wir haben jetzt 250 Dollar gerade dafür bekommen, dass wir jetzt so eine Schule oder sowas gebaut haben. So, hier nochmal ganz kurz die Teile ablegen. So, okay. Und es fehlen noch zwei Stück davon, ne? Aber warte mal, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz genug, um hier auch schon mal was hinzulegen. So, hier schön alles hinmachen. Guck dir das mal an. Jawohl. So, dann geht's hier wieder zurück hier in die Mine, denn... Wir müssen jetzt hier, glaube ich, mal unseren Stift auf jeden Fall gleich auch nochmal erweitern. So, Stamina ein bisschen höher machen und das Einkommen. So, jetzt geht's hier Pacer da unten. Oh, guck mal, wie schnell wir sind, Mirkan. Oh, wir brennen auch vorne fast, glaube ich. Oh, wir brennen. Ja, ja, wir brennen echt gefühlt. So, hier haben wir jetzt aber die Möglichkeit wieder schön... Ja, das ist der gute Stein, den wir brauchen hier, der rote Stein. So, jetzt hier schön schnell klicken, aber nicht zu doll, ne? Wir dürfen auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen langsamer bei dem Stein. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir brauchen, um jetzt gleich nochmal die Größe von dem Stift zu erhöhen. Weil dann haben wir ja, weil es steht immer noch free, das heißt, es kostet auf jeden Fall noch mehr. So, hier schön durchbuddeln, ne? Komm schon, ich will jetzt genug Geld haben, um den Stift zu erhöhen. Ich glaube, das Ding, das kostet wahrscheinlich so 1500 oder so, ne? Ah, jetzt hier schön durch. Oh, warte, wir sind echt, komm Alter, schon. Das kostet, glaube ich, 2000. Er fühlt schon, ne? Ja, das ist richtig teuer. Oh, nein. Oh, oh. Okay, wurde auch mal Zeit, ne? Wir haben mit dem schon echt viel gemacht. So, lass mal ganz kurz hier die restlichen Steine reinpacken. Haben wir nämlich schon ein neues Gebäude hier gebaut. Und zwar, was haben wir hier? Oh, so eine Mall oder sowas? Oder Klamottenladen, ne? Okay, hier kann man auch noch mal ganz kurz 250 Steine reinpacken. Beziehungsweise die restlichen 140, ne? Sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und jetzt können wir hier kurz wieder in die Mine reinfahren, denn wir wollen natürlich auch unsere Stadt erweitern. Das heißt, wieder in die Mine rein. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit... Oh mein Gott, immer noch nicht.
Ich glaube, der nächste Shift ist richtig krass, ne? Ich glaube auch, ne? Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt hier nach unten gehen mit dem. So, so schnell es geht. Guck mal, der ist schon richtig am Brennen jetzt gerade. Oh, ich muss aufpassen, dass ich das nicht so schnell mache. So, jetzt sind wir wieder in der Mine am Start. Und ich glaube, die nächste Größe kostet wahrscheinlich so 2500, schätze ich jetzt mal, ne? Hoffe ich auf jeden Fall mal, weil irgendwie dauert das gefühlt ewig, bis wir die nächste Größe... Das ist eine Schatzkiste. Ja, oh mein Gott. Okay, warte mal, nächste Größe. Yo, was? Guck dir's mal an jetzt hier, wie wir oben alles mitnehmen. Ey, das bringt uns extrem viel mehr Geld jetzt, ne? Gut, dass wir das gemacht haben, dass wir darauf gespart haben. So, und jetzt können wir hier schön... Ey, was ist das denn? So ein Fossil. Okay, warte mal, jetzt sollten wir auf jeden Fall hier die Teile auch mitnehmen. Oh, du bist heiß. Ich bin sehr, sehr heiß gerade. So, komm schon. Ey, dass wir die noch nicht bekommen, ne? Was? Da müssen wir richtig fett werden. So, hier schön die ganzen Teile holen. Aber was ist das für ein Stift? Da, komm. Ja, 91 Dollar. Der Stift ist echt krass, ne? Ey, aber wir haben jetzt gerade so viel Material. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt gleich unten ankommen. Wie viel wir denn schon bauen können. Guck mal jetzt hier, das nehmen wir auch nochmal ganz kurz mit hier. Auch nochmal 22 Dollar. So, und jetzt sind wir schon im interessanten Bereich, weil hier haben wir jetzt Stein, das wir auf jeden Fall brauchen für die ganzen anderen Häuser. Und ich hoffe, oh Gott, nicht zu doll machen, ne? Wir dürfen es nicht zu doll machen. So, komm schon. War noch ein bisschen unser Income. Also noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So, aber jetzt kriegen wir 1 Dollar. Jetzt kriegen wir 1,1 Dollar. Was auf jeden Fall echt ordentlich ist. So, hier nochmal schön die Teile mitnehmen. Ja, wir können gleich, glaube ich, richtig viele Häuser bauen, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wie viel wir haben. Ey, Bro, wir haben so viel. So, und jetzt braucht ihr nochmal auch nochmal ganz was mit hier, das Ding, oder? Kriegen wir das? Ne, kriegen wir leider nicht. Schade. Aber hier jetzt kurz den Highscore mitnehmen, weil wir bullen uns jetzt kurz hier nach unten. Da kriegen wir jetzt gleich den neuen Stein, nämlich den dunklen Stein. Den brauchen wir jetzt für die nächsten Häuser. Das ist hier schön. Stamina erhöhen. Komm schon. Grab dich durch. Alter, guck mal, was für Probleme der hat, ne? Bro, wie der am Brennen ist, Alter. Der ist richtig am Brennen, der Stift gerade. Oh. Wollt's hier schön mitnehmen. Und ich glaube, ich warte kurz, bis wir 500 Stein haben. Warte mal, ich kann eine neue Größe. Was? Okay, pass auf, warte mal. So, ganz kurz hier. Zack, nochmal 30 Dollar. Und jetzt, okay. Wir kaufen jetzt gleich hier die neue Größe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir gehen kurz in die Stadt, ne? So, wir gehen mal kurz in die Stadt. Werden mal kurz die anderen Sachen hier fertig bauen. So, das hier ist kein Problem. Haben wir jetzt gerade das neue Stein gesammelt, ne? So, hier schön fertig. 57 Dollar bekommen. Easy peasy. Hier haben wir sogar... Oh, die neue Zone kostet 10.000 Dollar. Okay. Das, guck mal, wie viel wir da noch machen können, Alter. Holy moly. Das können wir auch fertig machen. Ja, ja, guck mal. Wie viele Materialien wir jetzt abgeben? Alter, einfach so ein Hochhaus. Und locker 1000 Dollar kriegen wir dafür. Krank. Hier können wir auch noch was abgeben. Was ist, wenn wir hier rechts fahren? Sind hier auch noch Häuser? Oder haben wir rechts keine Häuser? Ich glaube... Ne, rechts ist noch nichts. Okay, dann düsen wir ganz kurz mal zurück. Wieder in die Mine. Denn wir haben ja jetzt einen viel heftigeren Stift, mit dem wir extrem krasse Sachen machen können, Mirkan. So, jetzt gehe ich hier kurz zurück hier. In die Mine rein. Und Einkommen, genau, Income. Ja, ja. Und jetzt piest er richtig durch hier. Oh yeah. Oh yeah. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall extrem viele Materialien. Also hier, guck mal, jetzt kriegen wir auch die Teile nicht eingesammelt, die hier außen noch waren. Guck mal, hier schön alle mitnehmen. Ey, ich glaube, jetzt kriegen wir gleich... Also ich werde auf jeden Fall jetzt probieren, richtig weit nach unten zu gehen gleich, wenn wir jetzt unten ankommen. Dass er auf gar keinen Fall kaputt geht. Und dass ich die ganze Zeit dieses Stamina-Ding halte auf der etwas oberen Etage. So, guck mal, jetzt sind wir sogar schon bei dem roten Stein. Mach ich noch ein bisschen Income erhöhen, ne? Ein bisschen Stamina nochmal höher machen. So, dass wir auf jeden Fall schön die ganzen Teile kaufen. Wie viel mehr Stamina wir haben jetzt. Ja, ich weiß, das ist richtig krass. Ich kann jetzt gucken, wie schnell wir jetzt hier werden können, ohne dass wir direkt kaputt gehen, Alter. Jo. So, guck mal hier. So, nochmal hier kurz, warte. Ein Income nochmal erhöhen, dass wir nochmal mehr Geld bekommen. 1,4 Dollar jetzt schon. Das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. So, guck mal hier schön. Alles. Und da ist jetzt nämlich der Highscore. Und jetzt kriegen wir sogar eine Kiste. Da, was kriegen wir dafür? Wie viel Geld kriegen wir? 290 Dollar. Okay, komm. Stamina nochmal ein bisschen erhöhen. Weiter geht's jetzt hier. Komm mal Fullspeed hier jetzt gerade. So, Income nochmal höher machen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Hier auch nochmal die paar Sachen. Alter, wir haben jetzt gerade so viele Materialien, ne? Das ist gerade echt nicht mehr normal. So, komm, Stamina noch ein bisschen krasser jetzt machen hier. Oh mein Gott. Das ist bis jetzt der krasseste Stift, Leute, den ihr jemals gesehen habt. So, komm, schon ein bisschen mehr noch. Hier, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, das ist richtig am Glühen, ne?
Der ist richtig am Glühen, Bro. Oh, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Der Stift kann nicht mehr. Na. Okay, da sind wir jetzt gerade echt weit nach unten gekommen. Ich glaube, ich mache noch mehr die Stamina höher. Wir gehen nochmal in die Stadt, weil ich glaube, jetzt können wir mit dem Geld oder beziehungsweise mit den Sachen, die wir jetzt gerade geholt haben, ja, hier können wir einfach alles holen. Das ist schon mal wichtig. Alle Materialien hier abgeben. So. Hier, schön. Jawohl, Alter. Komplettes Haus jetzt hier gerade gebaut. Ey, der gibt uns bestimmt richtig viel Geld, ne? Ich glaube, das gibt uns echt so 1250 Dollar oder so, ne? Schätze ich jetzt mal gucken. Ja, 1250 Dollar. Und die nächste Zone kostet leider 10.000. Wir müssen schon mal ein bisschen Geld ablegen, ne? Aber wir haben jetzt extrem viel Material, aber gar keinen Platz mehr, um neue Häuser zu bauen. Das heißt, wir müssen mal nach unten pesen und ganz, ganz viel neues Geld machen mit dem Stift. So, das heißt, hier, ich gehe nochmal in die Mine rein. Und jetzt mit Vollspeed nach unten. Guck mal hier, der nimmt sogar noch ein paar Steine sogar mit. Das stimmt. Was extrem gut aussieht. So, guck mal, wie die runterfallen noch. So, komm schon. Ja, wir sind richtig am Brennen, ne? Wenn der jetzt gleich unten das Stein berührt, dann geht's auf jeden Fall richtig ab. So, guck mal jetzt hier. Ja, jetzt habe ich den Groove gefunden für den. Es hat auf jeden Fall immer dieselbe Geschwindigkeit. Alter, guck mal. Der ist so krass am Brennen, ne? Alter, so, das ist jetzt so krass. Jetzt gibt's Geld. Jetzt werden wir die 10.000 Dollar sammeln und den nächsten Bereich freikaufen, um dann noch weitere Häuser zu bauen. Guck mal jetzt hier, schön. Jetzt haben wir schon 2.000 Dollar. Und wir sind jetzt schon mal mit einem neuen Stein gelandet. Was ist das für ein Stein, Bro? Sieht aus wie... Ich weiß nicht, das sieht aus wie Kalzit. Ja, ja, irgendwie so... Oder Quarz oder sowas. So, jetzt hier schön alles eine Kiste. Mitnehmen. Oh, wie viel bringt die? Auch nochmal 230 Alter, Dollar. Schwede. So muss es doch sein. So, guck mal, jetzt haben wir gleich genug Geld, um den neuen Bereich freizukaufen. Alter, wie der Stift sich hier durchbohrt, Bro. 10.000 brauchen wir, ne? Ungefähr. Wir brauchen, ja, wir haben schon ein bisschen was abgelegt. Ich glaube, wir brauchen noch so 8.000. 8.000 wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann haben wir jetzt gleich geschafft. Jetzt haben wir schon 6.000. Und, oh, nicht zu doll auf jeden Fall machen. Ey, der Stift, ne? Der ist so am Brennen, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. So, komm schon, 7.000 haben wir jetzt schon. Und noch 1.000, dann haben wir genug, um in den neuen Bereich reinzugehen. Ich glaube, da haben wir locker. Haben wir locker, flocker. So, komm schon jetzt hier. Und warte mal, den neuen Stein. Alter, wie cool der aussieht. Doch nochmal mit, ne? Der sieht schon cool aus. So, guck mal jetzt hier schön. Oh, das neue Gestein mitnehmen. Bisschen, dass wir so ungefähr so 250 oder so davon haben. Ja, guck mal jetzt sind wir auch oben angekommen. Jetzt kommt hier das ganze Ding durch. Oh mein Gott. Ey, der bohrt sich richtig durch, Alter, der Stift. Oh. Der bohrt sich zu doll durch. Oh. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug Geld. Guck mal, wir können sogar auch einen neuen Stift theoretisch kaufen, ne? So, das heißt, wir düsen jetzt mal ganz kurz da vorne hin in den neuen Bereich, wo wir jetzt, glaube ich, extrem viele neue Häuser bauen können. Mal gucken. Das kostet nämlich, ja, 8.000 oder 7.900 Dollar ist noch übrig hier. So, kaufen wir ganz kurz jetzt hier alles kurz ablegen. Und, oh, was? Was? Wir haben Steine, die wir noch nicht, was, den wir noch nicht haben? Oh, warte. Ach, da vorne können wir alles bauen. Ja, da haben wir es gesehen. Da, ich würde, ja, da gehe ich lieber hin. So. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir alles hier ablegen können. Mal gucken und haben wir hier genug? Oh, nee. No. Hä? Was? Der zweite Stein fehlt und der letzte. Das kann doch nicht sein jetzt hier. Okay, warte mal, was, wenn wir jetzt hier noch links was ablegen? Hier können wir noch ein bisschen Stein ablegen. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Da haben wir auch noch was zum Ablegen, wenn wir noch der Stein ablegen. Auch nicht verkehrt, dass wir schon mal alles mögliche bauen. So, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, von dem haben wir extrem viel. Ja, wie viel hat er gebraucht auch? Der hat okay, haben wir von dem Mondstein hier haben wir auch noch ganz viel jetzt gerade, ne? Ja, guck mal. Alter, jetzt geht's hier richtig ab, Leute. So, hier schön mal alles hinbauen, hinplatzieren. Guck mal, besser geht's jetzt gerade nicht, ne? So, hier ist schön. Zack. Okay, optimal. Weiter geht's jetzt hier auf der Seite, war nämlich auch noch mal ganz viel Stein, den wir ablegen konnten. Ich glaube sogar fast zwei Maximum. Stück. Wow. Ja, von dem roten auf jeden Fall Maximum. Und von dem anderen auch noch. Von beiden. Die beiden sind jetzt, glaube ich, beide jetzt durch, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch diesen komischen einen neuen Stein, den wir noch gar nicht bekommen haben. Da fehlen uns einfach 1000, keine Ahnung was, gefühlt 2000 Steine oder so von dem. Jedes Gebäude braucht das. Ja, jedes Gebäude, Alter. Wir wollen einfach alle aus diesem Stein gebaut werden. Aber mal gucken. Wir fahren jetzt mal ganz kurz hier nochmal in die Mine. Und, Alter, das ist echt schon eine lange Straße jetzt hier. So, ab in die Mine, Leute. Und jetzt wird runtergepäst hier mit dem richtig fetten Stift hier. So, guck mal. Da macht er hoffentlich nochmal ein bisschen Action. Ah, so, jetzt sind wir wieder unten hier am Start. Und jetzt können wir wieder schön
die ganzen Steine holen, Mirkan. Alter Schwede. Guck dir das mal an. Wie unser viel? Unser Bohrer hat richtig Schwierigkeiten hier schon, ne? Ich schwör's dir, der hat echt die Schwierigkeiten. Der ist richtig langsam, was das angeht. Und gefühlt ist der andere Stein noch nirgendwo in Sicht. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Unser Stift geht, glaube ich, schon wieder kaputt, Leute. Nein, och no, Mann, das kann doch nicht sein. Das. Da war der direkt dran. Ihr seht hier meine Hand, Freunde. Und diese Hand ist gerade einfach noch viel zu kurz. Beziehungsweise unsere Finger, Leute. Und guckt ihr das mal an. Wuhu! Ey, wir können jetzt hier anscheinend die längste Hand auf der ganzen Welt bekommen, Leute. Wir müssen auf jeden Fall mal aufpassen, dass jetzt hier... Oh, was? Oh mein Gott, wir haben gerade... Nein! Oh, was? Oh mein Gott, wir haben gerade so viele Finger abbekommen, ne? Und da müssen wir anscheinend gegen jemanden noch am Ende boxen, Freunde. Wow, und die Hand... Gott, Alter! Was? Wir haben einfach eine Ohrfeige gegeben, Leute. Einfach, Alter, der hat hier richtig Oliver Pocher. Okay, das Ding ist, Freunde, wir müssen jetzt echt probieren, heute richtig, richtig lange Finger zu bekommen, um später die ultimative Schelle zu verpassen. Wenn wir das natürlich schaffen, gibt es anscheinend hier irgendwie so einen Geheimbonus oder sowas. Jetzt ist mir schön alles mit dem, Freunde. Alter Schwede, haben wir einfach hier gerade die längste Hand auf der ganzen Welt. Ah, okay, es wird leider immer was reingedingens. Okay, jetzt, oh mein Gott, mir hat alles mitgenommen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt hier auch wieder, zack, Alter. Wir haben so eine lange Hand. Wow, die Hand baut sich auf und jetzt erstmal schön batsam, Alter. Okay, 80 Meter haben wir ihn gerade weit geworfen, Freunde, beziehungsweise weit gehauen. So muss es auf jeden Fall sein. So und nicht anders. Ist auf jeden Fall hier schön. Keine Finger jetzt hier irgendwie kaputt machen, Leute. Oh, das war ganz schön knapp. Auch jetzt hier. Oh, ey, nein. Oh mein Gott, das hat auch nicht wehgetan. Jetzt hier schön nach links. Oh, das hätte auf jeden Fall nicht passieren sollen, Freunde. Deswegen bin ich jetzt hier wieder gerade am Start und probiere, dass wir jetzt nicht irgendwie kaputt gehen. Jetzt habe ich hier erstmal schön, Leute. Jetzt wird es auf jeden Fall heftig. Jetzt werden wir hier die längsten Hände bekommen. Wow, seht ihr das? Seht ihr das, wie wir uns das aufbauen, Leute? Wie wir uns das jetzt aufbauen? Eine mega... Oh mein Gott, wir haben einen neuen Handschuh und Bats, Leute. Yo. Yo, oh mein Gott, wir sind fast bei 200 Meter geworden, Freunde. Können wir es vielleicht schaffen, heute ihn auf 200 Meter zu hauen? Das wäre auf jeden Fall heute echt mega krass, wenn wir es schaffen, ne? Und wir haben einfach diese Hand, Leute. Pass auf, anscheinend kriegen wir auch sogar irgendwas, wenn wir auf 200 Meter kommen. Jetzt hier schön an den Hammern vorbei. Okay, jetzt hier, oh mein Gott, wir müssen echt vorsichtig sein, Freunde. Wir müssen echt... Oh nein, okay, wir sind ein bisschen weggeschreddert worden. Halb so wild, Leute, halb so wild. Wir halten es auf jeden Fall noch aus. Jetzt hier schön schnell nach links. Ah, auch wieder ein bisschen weggeschreddert. Ah, aber, oh mein Gott. Nein, der Hammer. Jetzt hier schön an den Hammer ausweichen, Freunde. Da wird auf jeden Fall auch nichts passieren. So, jetzt haben wir erstmal, Alter, ah nein. Uns wurden leider gerade voll viele Finger abgezogen. Kein Problem, jetzt haben wir schön, wow, auf jeden Fall auch wieder gerade ordentlich was mitgenommen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier, zack, mega, mega lange Finger. Und mach jetzt hier die Powerhand und hauen ihn sowas von auf 200 Meter. No, 120, also wir sind so nah an den 200 Metern dran, Freunde. Das wäre auf jeden Fall echt krass, wenn wir es schaffen, dass wir ihn auf 200 Meter hauen. Jetzt ist man hier schön wieder vorsichtig jetzt hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier weitergehen, Freunde. Level 5, ne? Wir probieren heute alle Level zu machen. Das Maximum, das geheime Level, alles was geht, Leute. Und deswegen dürfen wir auf jeden Fall auch bloß nicht drauf gehen. Und deswegen müssen wir alles hier mitnehmen. Oh nein, meine Finger. Okay, jetzt hier auch wieder, oh mein Gott. So eine Rasierklinge, Alter, unsere Finger wurden ja gerade voll abgetrennt, Leute. Das kann nicht angehen jetzt hier, guck mal, jetzt schön wiggeln. Und dann wurden auch schon wieder gerade die Hälfte abgetrennt. Ey, Leute, okay, jetzt hier ordentlich mitgenommen. Ganz wichtig, jetzt hier, oh, 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 was, was? Yo, was, wir sind so klein gerade. Wir haben gerade so viele Finger verloren, ne? Können wir den überhaupt aus dem Stadion, guck mal, wir haben jetzt eine ganz normale Frauenhand. Was? Leute, wir haben nur eine Ohrfeige gegeben, mehr war das ja gar nicht. Wir haben ihn gar nicht aus dem Stadion rausgehauen. Okay, gut zu wissen. Wir müssen auf jeden Fall so eine Finger ordentlich lang machen, damit sowas nicht nochmal passieren wird, Leute. Deswegen hier schön zack und zack nach rechts, zack nach links. Okay, jetzt hier ein bisschen durch. Das passiert auf jeden Fall mal. Kann mal passieren, Freunde. Hier auf jeden Fall auch. Okay, leider auch wieder. Oh mein Gott. Wow, okay. Wie, Alter, nein. Ey, ich sag's euch, wir müssen echt aufpassen, Freunde. Wir müssen aufpassen auf unsere Finger. So, zack. Und wir wurden schon wieder abgetrennt. Ey, das kann doch nicht angehen, Leute. Das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier ständig, ey, uns die ganze unsere Finger abgetrennt werden. Aber ich glaube, jetzt haben wir trotzdem eine krasse Hand. Ich glaube, jetzt kriegen wir diese lila in der Hand
um ihn richtig einzugeben. Und Leute, Bats, jawohl! Und sind hier sogar noch auf 60 Leitungen gewesen. Ey, wir müssten unbedingt probieren, auf 200 zu kommen, Freunde. Das wäre auf jeden Fall das Krasseste. Weil dann haben wir hier das ganze Spiel durchgespielt. So, wir kommen schon jetzt ganz vorsichtig jetzt hier schön links ran. Okay, jetzt hier schön rechts. Oh, nichts kaputt gehen, Leute. Nichts kaputt geht. Ah, nein, wir haben so viele Finger wieder verloren. Das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier... Ah, nein. Oh, unsere schönen Finger, Freunde. Die werden die ganze Zeit jetzt hier abgetrennt. Jetzt hier schön... Oh, mein Gott. Die wurden gerade schon wieder abgetrennt. Vorsichtig mit unseren Fingern umgehen, Freunde. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt hier nicht draufgehen. Na, jetzt hier erstmal... Oh, mein Gott. Wir sind noch relativ lang, Freunde. Wir sind noch relativ lang und das müssen wir ausnutzen. Ja, wir sind... es ist in Ordnung. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die blaue Hand werden. Aber ihr könnt sie jetzt hier schön, Leute. Zack. Und bam, 80 Meter weit hauen. Ja, 80 Meter, Freunde. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall gleich ein Level spielen, wo wir extrem lange Finger bekommen. Damit wir quasi halt irgendwie... Oh mein Gott, was ist denn hier los, Leute? Alter. Jo, unsere ganzen Finger. Okay, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Hier weiter durchgehen. Und jetzt sehe ich gerade, hier kriegen wir ja gerade übertrieben viele so Finger, ne? Okay, jetzt, oh mein Gott, jetzt sind wir gerade mega lang. Oh, ganz vorsichtig müssen wir jetzt hier sein, Leute. Okay, der Hammer haut auf jeden Fall immer so ein bisschen was von unseren Fingern weg. Gut zu wissen. So, jetzt hier schön einmal alles. Oh mein Gott, bloß jetzt hier nicht durch die Teile gehen, Leute. Okay, einmal schnell kurz und schmerzlos hier gerade vorbeigegangen. Jetzt können wir hier schön... Ey, wir sind gerade mega lang, ne? Wir sind jetzt gerade, Alter, wir sind jetzt gerade mega lang. Da wird es also auf jeden Fall eine richtig dicke Schelle geben, Freunde. Eine richtige Thanos-Hand. Jetzt hier, Bazam, wohl. Und Leute, 140 sind fast schon wieder ein neuer Rekord, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein. Oh, so und nicht anders. Ja, ey, wir haben gerade so viel gerade bekommen, ne? Ey, wir sind auf jeden Fall jetzt hier echt die heftigste Hand bis jetzt im ganzen Universum. Was jetzt hier die längsten Hände der Welt angeht. Jetzt hier, okay, jetzt Vorsicht, jetzt hier den machen. So, einmal ganz so schnell hier vorbeigehen. Okay, dann hier ein paar mitnehmen. Hier schnell rechts vorbei, Leute. Ey, ich sage, wir müssen echt immer aufpassen, dass wir quasi nicht hier in diesen einen Wahn geraten, wo die ganzen Hände gedings werden, getrennt werden. Aber hier wurden jetzt gerade leider so viele getrennt, ne? Ey, nein, ey. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall entspannt die Hände einsammeln. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall gerade mega, mega lang mit den Händen. Das sollte, glaube ich, vielleicht ein 160er werden. Wäre echt nicht schlecht, wenn wir den 160 Meter weit hauen können. Boah, was? 160, so knapp vor 200 Meter, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein. Ganz vorsichtig, Freunde. So müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Mal ganz vorsichtig jetzt. Aua, aua, aua. Okay, das waren leider gerade wieder ein paar Hände. Das passiert auf jeden Fall mal. Okay, jetzt hier wieder ein paar mitgenommen, Leute. So muss es auf jeden Fall leider sein. Es werden halt immer so ein bisschen Hände abgetrennt. Das kann halt passieren. Ah, Hauptsache sowas passiert nicht. Okay, und jetzt Hauptsache... Ah! Okay, wir sind ja... Oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt gerade... Ey, wir sind jetzt gerade mega, mega lang, ne? Leute, wir sind jetzt gerade mega lang. Wir können jetzt vielleicht hier sogar einen Rekord aufstellen. Guck mal, was für eine lange Hand wir jetzt gerade haben. Wir bauen uns auf. Oh mein Gott, was ist das für eine Hand? Bats, jawohl! Wow! Alter, wir haben ihn gerade so weit gehauen. Die Hand sah ja gerade einfach anders aus. Jetzt sind wir hier gerade sogar hier. Leute, wir sind jetzt hier sogar Level 1. Wir haben gerade komplett die Hand gerade auseinandergenommen jetzt hier gerade, ne? Yo, was ging jetzt hier gerade ab, Leute? Okay, Alter, der Arme auf jeden Fall mit seiner Hand. Was war denn gerade da los? Ey, der hat gerade sowas von eine Schelle von uns abbekommen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt gleich schlagen können. Hier vorsichtig schön durchgehen. Okay, oh mein Gott, bloß nicht. Oh. Okay, jetzt haben wir schön wieder eine lange Hand. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, ihn noch weiter wegzuhauen. Oh mein Gott, sieht das jetzt hier? Wir haben jetzt hier halt jedes Mal... Alter, wir kommen jetzt hier viel weiter. Guck mal, wie wir uns weghauen können, Leute. Guck mal, da macht so Breakdance. Was? Was passiert mit seinem Charakter? Leute, wir haben ihn so da reingehauen, dass sein Charakter einfach Breakdance macht. Hä? Okay, endlich hat er sie jetzt da durchgeschlingelt, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein. Und wir können jetzt anscheinend unsere Hand jetzt hier die ganze Zeit richtig krass verbessern, dass wir ihm so richtig diese Monsterschelle geben können, ne? Und anscheinend, ich sehe gerade, wir müssen irgendwie probieren, dieses Level hier Maximum abzuschließen, ne? Okay, jetzt hier schön vorsichtig, jetzt hier schön nach links. Und jetzt hier direkt nach rechts. Oh mein Gott, wir sind bis jetzt noch unbeschädigt davongekommen, Freunde. Hier leider eine ganz kleine Beschädigung, das passiert auf jeden Fall mal. Und jetzt hier auch nochmal ganz kurz eine ganz kleine Beschädigung. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, die längste Hand, wie es nur gehen kann. Blaue Hand am Start, Freunde, und wir hauen jetzt hier... Bats! Yo! Was? Er ist einfach hinten bis auf 160 gelandet, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein. Ey, Leute, ich sag's euch, wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Zeigt unbedingt jetzt hier nochmal den Support auf die anderen Videos. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.